Selbstverständlich, um dem Verfassungsschutz ein bisschen zu helfen, verachten weite Teile der AfD die parlamentarische Demokratie und ihre Institutionen. Aktuelles Beispiel, die Rechtspopulisten feuern wirklich aus allen Rohren gegen, Trommelwirbel, die Briefwahl. Ja, kommt Ihnen bekannt vor, oder? Wie erbärmlich ist das denn? Abgelegte Trump-Ideen klauen. Bei Briefwahlen kann man generell Bedenken haben, weil das natürlich auch das Einfallstor der Manipulation ist. Wer sagt denn nicht, dass mit genügend krimineller Energie sich Briefwahldokumente fälschen lassen? Weil Sie, und das wollen Sie mit Ihrem Beschluss einer pandemischen Gesundheitslage, weil Sie Briefwahl durchführen wollen, um den größten Wahlbetrug dieses Landes im nächsten Jahr durchzuführen. Wussten Sie gar nicht? Corona ist nur erfunden worden, um die AfD durch Briefwahl zu bescheißen. Das heißt, die Chinesen haben im Auftrag von Merkel in Wuhan, ich weiß es doch auch nicht. Kann es sein, dass die Partei jetzt schon an der Bullshit-Briefwahl-Legende strickt, weil sie ahnen, dass die kommenden Wahlen für sie vielleicht nicht so dolle laufen? Ich meine, wenn das so wäre, dürfte man das ja in keinem Fall laut sagen. Briefwahl hat nicht so viele Anhänger auf dem flachen Land. Da sitzen aber genau die Wähler in der Regel, die AfD wählen. Das heißt, die Kritik an der Briefwahl entzündet sich an der Erwartung, dass dann die Wahlergebnisse für die AfD schlechter ausfallen. Ja. Ja. Habe ich gerade ja gesagt? Das war ja echt blöd von mir. Können wir das normal drehen? Ach, wurde schon gesendet. Schade.